Rot muss weg, deswegen Prost. Schmeckt auch, schmeckt auch. Ich glaube, es hat sich sehr viel verändert in den letzten Jahren. Man kann es begrüßen, man kann es bedauern, aber es ist auf jeden Fall eine sehr große Selbstverständlichkeit, dass die CSU einen Netzkongress macht. Das war im ersten Anlauf nicht so. Da war noch eine ganz andere Aufregung, auch bundesweit. Mittlerweile ist es ja so, dass es kein Podium mehr gibt bundesweit, wo die CSU nicht eingeladen ist, wenn es um Netzpolitik geht. Bei uns ist es so, wir wollen eben immer ein Internet in Freiheit und Fairness. Also immer diesen Fair Use, immer den Verbraucher auch in den Mittelpunkt stellen. Und nicht irgendwelche anderen, sondern wirklich die Nutzerinnen und Nutzer. Und wir wollen, eigentlich bräuchte man gar keine Regeln, man bräuchte gar keine Gesetze, wenn sich jeder an den schönen alten Spruch wahrscheinlich seiner eigenen Uroma oder seines eigenen Uropas halten würde. Das gehört sich einfach nicht. Also wenn jeder nur immer das machen würde, was sich auch gehört, so im landläufigen Stil, dann hätten wir da auch ein wesentlich besseres Miteinander. Alles in allem ist wirklich dieses Freiheit und Fairness, dieses Geschwisterpaar für uns das Zentrale. Und danach richtet sich auch jede einzelne andere Forderung ab. Also es ist eine Hauptsache, am Anfang war es ein bisschen träge, aber das hat nach 10 Minuten, 15 Minuten hat es begonnen, dass es dann aktiv wird. Die meisten haben viele Zitate getwittert, es waren ganz, ganz wenige negative Tweets dabei. Ich war immer ein bisschen auf der Suche, dass eine Diskussion beginnt. Aber ich denke mal, dass die Referenten so gut waren, dass, wie gesagt, was ich schon gesagt habe, in der Hauptsache Zitate gekommen sind. Aber was angesprochen worden ist, ist die Finanzierung des Ganzen. Dann das kostenlose Netz ist natürlich auch diskutiert worden, dass man nicht hingehen kann und sagen kann, es ist alles kostenlos, sondern man muss das bereitstellen, die Grundversorgung. Und wer mehr will, der soll das zahlen. Also solche Dinge sind über Twitter gekommen. Aber ansonsten Zitate, Zitate, Zitate. Ja, Netzneutralität ist eigentlich die Grundlage schlechthin für unser Netz. Es geht gar nicht anders. Es kann nicht sein, dass letztendlich das ausgesiebt wird und es Vorfahrt gibt für bestimmte Anbieter und für die anderen weniger Vorfahrt. Das werden wir nicht akzeptieren. Und deswegen ist gut, dass Philipp Rösler dieses Thema auch über die Bundesnetzagentur aufgegriffen hat. Es war auch gut, dass es Proteststurm dagegen gegeben hat und es auch Wirkung gezeigt hat. Ja, uns muss erstmal bewusst sein, dass die Internetnutzung ein Grundrecht ist für alle. Und dann müssen ein paar Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass wir davon auch Gebrauch machen können. Vieles gibt es bereits, ganz natürlich. Aber bei manchen Stellschrauben muss der Gesetzgeber noch tätig werden. Aber ich bin da ganz zuversichtlich.